Halli und Hallöchen zu einer neuen Episode Angezockt. Heute mit der Technomancer, ein Spiel von einem Studio namens Spiders. Die haben zuvor schon die Spiele Mars Warlocks und wie hieß das andere nochmal? Irgendwas mit Flame? Bound by Flame? Das haben sie noch gemacht und ja, waren beides Rollenspiele, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, ja, wie wenn BioWare Spiele macht, auf ein bisschen einen niedrigeren Budget. So in die Richtung kann man sich das vorstellen. Und ja, jetzt ist das Neue heraus und vor kurzem erschienen der Technomancer für PlayStation 4, Xbox One und PC und wir sind auf der PS4 unterwegs. Und ja, das Ganze ist jetzt, der Technomancer hängt jetzt auch, soweit ich das richtig verstanden habe, es spielt im selben Szenario wie Mars Warlocks, also das Spiel, das sie vor Bound by Flame gemacht haben. Ob das jetzt auch storytechnisch irgendwie zusammenhängt, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Und ja, das Ganze ist so ein bisschen, man muss sich einfach nur vorstellen, eine Mischung aus Mass Effect und Mad Max auf dem Mars. So in die Richtung ungefähr. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Wir starten ein neues Spiel und wir starten auf Normal und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Natürlich, das Symbol wird angezeigt, wenn etwas gespeichert wird und schalten Sie bitte die PlayStation nicht aus, wenn das passiert. Kennen wir doch schon. So, und jetzt bin ich mal echt gespannt. Was die Reviews zu dem Spiel angeht, die sind ja so ein bisschen, ja, die sagen jetzt nicht schlecht, aber ist halt auch nicht das Überdrüber-Ding. Habe ich mir aber auch, muss ich ehrlich sein, nicht erwartet von dem Spiel. Ich meine, wie ich schon vorher gesagt habe, die haben halt nicht so wie Bethesda oder BioWare dieses Budget. Und jetzt halte ich mal die Klappe und gucken uns die Twitch-Sequenz an. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. Here, hell is not a concept, it's our reality. And the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, caught in the full power of the sun's radiation, forced to deform, mutate into unrecognizable monsters. The others, the ones who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Okay, und wir sind im Charaktereditor. Schön, schön, schön. Was können wir hier alles machen? Talente. Auf den rechten Strang kann ich irgendwie nicht gehen. Aber gucken wir uns mal das Gesicht an. Und ich sehe hier jetzt nicht. Es geht also nur männlich, was ich hier jetzt so rausgefunden habe. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Denn zumindest bei Bound by Flame konnte man sich noch sowohl männlich als auch einen weiblichen Charakter machen. Naja. Naja, gucken wir uns mal die Gesichtsoptionen ein bisschen durch. Wir wollen hier jetzt auch nicht allzu lange mit dem Editor herumkacken. Sondern einfach nur mal durchgucken, was hier so möglich ist. Ich muss sagen, die Gesichter sehen doch eigentlich schon mal ganz nett aus. Könnten zwar vielleicht noch ein Tick detaillierter sein, aber so auf den ersten Blick geht das voll klar, muss ich sagen. So, natürlich noch fesche Haaroptionen. Oh, ganz schick. Was nehmen wir denn? Ach, lassen wir die Standardfrisur hier. Haarfarbe ist natürlich auch noch ganz wichtig. Ui. Uiuiui, so ist aber heil. Sieht fast aus wie Geralt. Aber auch nur ein bisschen. Ach, bleiben wir bei dunkel. Ach, ich glaube, das Gesicht können wir schon so lassen.
Jetzt müssen wir natürlich noch... Puh! Charisma, Wissenschaft, Herstellen, Erkundung, Fallenschlösser, Tarnung. Hier gibt es immer einiges. Aber ich würde mal sagen, wir bequatschen einfach mal die Leute und deswegen gehen wir mal auf Charisma einen Punkt. Und mehr verfügbare Punkte habe ich auch nicht. Ich habe nur einen. Oh, fuck, da kommt noch mehr. Oh, scheiße. Hier habe ich aber auch nur einen Punkt. Stärke, Gewandtheit, Kraft und Ausdauer. Ja, Maximalgesundheit ist schon mal nicht schlecht. Verstärkt Zaubern ermöglicht häufigeres Wirken. Aha. Ja gut, hier Stärke. Wenn wir mal draufhauen müssen, wenn wir uns nicht rausquatschen können, ja dann wollen wir draufhauen, aber anständig. So, fertig. Bestätigen. Und los geht's. Ahoy, Zachariah. Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Though I do sometimes forget where my calendar is. Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough. No, I'm good. I'm ready. Mm-hmm. Yes, healthy flush of the skin, no rapid eye movement, you don't look stressed out. Very well, I won't bother you anymore. Oh, but if I can bother you, just a moment. I recently acquired a batch of materials that can improve your gear. It's not much, but I thought you'd like it. Can't still can't believe you're going to be an officer soon. Yeah, me too. Thanks, Scott. Means a lot. Ah. I fear we've dilly-dallied on pleasantries. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. So stiff, that one. I fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, no, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Will do. I promise. Okay, jetzt haben wir also auch Scott kennengelernt, den alten Hund. Keine Ahnung, wer das ist, aber irgendwie kommt er mir jetzt schon so vor. Das ist jetzt gleich mal eine Theorie, die ich aufstellen werde. Es wird sich irgendwann mal herausstellen, das ist der Bösewicht. So wird's kommen, das sage ich jetzt schon. So, hier ist ein rotes Knöpfchen, mit dem kann ich aber leider Gottes nicht machen. Meine Kollegen sind alle noch am Pennen. Und ich soll eigentlich, jetzt glaube ich mal, irgendwie ein Upgrade herstellen. Denn es gibt auch so ein kleines Crafting-System, mit dem man sich seine Rüstung aufbessern kann und auch seine Waffen. Gezacktes Tanto. Ein Schraubenschlüssel? Nein, Schraubenschlüssel brauche ich nicht. Ein Stab? Hm, Stab klingt schon mal nicht schlecht. Pistole wäre natürlich auch nicht schlecht. Kadettenhandschuh? Ein Handschuh ist eine Waffe? Was? Moment mal, habe ich das alles schon in meinem Inventar? Ich weiß es nicht. Ich bin momentan ein kleines bisschen verwirrt. What? Okay, ich sage jetzt einfach mal, ich will hier meinen Stab upgraden. Oh, da kann man sogar die einzelnen Teile. Die obere Spitze, den Schaft, die untere Spitze. Nehme ich hier mal den Schaft. Was kann ich hier machen? Ah, okay, jetzt kann ich hier sogar auswählen. Für kritische Treffer, Schadensupgrade. Hm, na dann mal Schaden, würde ich sagen. Komm, hau drauf. So, jetzt haben wir hier das Upgrade drauf. Kann ich dann bei den anderen auch noch? Ja, hier, ich will Schaden haben. Einfach nur mal Schaden drauf. Viele Materialien brauche ich hier eigentlich. Schlechtes Leder. Ich habe noch 8 Stück übrig. Na, da kann ich doch noch einiges ausgeben. Machen wir das hier auch noch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch noch meine Rüstung. Die können wir doch sicherlich auch noch. Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich Metallstücke und Leder. Das geht dann wohl leider nicht. Schade. Hm. Na gut, aber ich habe meinen Stab aufgebessert. Kann ich die Pistole auch noch aufbessern? Hm, da geht leider nicht mehr. Nee, dafür brauche ich noch Elektroschutt. Na gut. Reicht dann auch schon, das haben wir gesehen. Gehen wir mal weiter. Habe ich ja eigentlich irgendwo...
eine Questübersicht oder irgend sowas in die Richtung. Tasche, Fähigkeiten, nein, Talente, Attribute, Statistiken, Journal. Verlasse das Wohnheim. Okay. Wer sagt hier Motherfucker? Du sagst Motherfucker. So spricht man doch nicht. Dann musste der Technomancer gleich mal aufs Maul geben. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Okay, dann schätze ich mal, jetzt bekommen wir beigebracht, wie wir jemanden auf die Fresse hauen. Warte mal, ich schätze mal, hier komme ich raus, wenn ich will. Ja, ich bin nicht in charge, also kannst du nicht mit mir quatschen. So, jetzt will ich hier aber mal Kampftechniken lernen. So, if you do, need to be discreet. Mit Messer und Pistole. Na gut, machen wir mal. Ich habe mir zwar den Stab jetzt drauf gebessert, aber den will mir hier sicherlich auch noch irgendjemand beibringen. Aha. Oh. Okay, mit 4 Schlitzen. Na, dann schlitzen wir ihn mal. Naja, da fällt auch schon, muss ich sagen, eine Sache auf. Warum das Spiel... wegen dem niedrigeren Budget. Es fällt auch schon ein bisschen auf, dass die Animationen sind halt so... ja, ein bisschen hakelig. Das sieht nicht alles so ganz rund aus. Also wenn man das jetzt zum Beispiel... mit Batman oder irgend sowas vergleicht, also mit Arkham Knight oder Arkham Asylum oder... irgendeinen von den Batman-Teilen. Da sieht das Ganze schon flotter aus. Und wann fällt der Typ eigentlich mal um? Okay, habe ich ihn jetzt vergiftet? Irgendwas habe ich gemacht. R2 schießen. Bam! R1 und X wegstecken. Okay, jetzt lässt er mich auch in Ruhe. Danke. Was hat er gesagt? Nein. Don't underestimate stealth techniques or how much faster you can be in combat with light weapons. Okay, probieren wir noch mal einen anderen. Der hat wohl Schild und Hammer. Was hast du für mich? Meister Connor hat nichts für mich. Na gut, trainieren wir mal mit dir. Sure. Natürlich. That's the spirit. Here we go. Na, los geht's. Okay, ich kann also wirklich zwischen den einzelnen Stilen wechseln, jederzeit. Ja, komm schon, schlag zu. Ja, dann schlag ich halt zu. Na, blocken ist aber auch ganz nett. Aber ich wollte dir einmal voll in die Fräse geben. Und ich merke gerade, ich halte nicht mehr allzu viel aus, hä? Deswegen lassen wir das einfach mal bleiben, bevor ich hier wirklich von irgendwelchen Kadetten zu Tode geprügelt werde. Nein, ich will nicht nochmal trainieren. Ja. Hups. Bitte wieder wegstecken. So. Okay, Meister Connor, was kannst du mir beibringen? Staff Training klingt doch gut.
Und Technomancer-Kontrolle hat er auch noch. Excellent. Okay. Das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Wobei es ist immer irgendwie 1, 2, 3. Okay, jetzt hat er nicht ausgewichen. Na gut. Oh, vollen Kick in die Fresse. Oh, das geht nochmal. Und nochmal. Junge, du musst dir mal ein bisschen rausgehen. Ansonsten verprügel ich noch die anderen Leute. Okay, reicht auch schon. Gut, 3 von 4. Dann machen wir noch die Technomancer-Kontrolle. Überladungsrisiko, aha. Ja, dann schätze ich einfach mal grob, wenn ich zu viel zaubere, dann bruttelt es mir die Finger durch. Technomancer-Kräfte können mit jedem Kampfstil eingesetzt werden. Ach, jetzt ist er schon wieder weg. Achso, L2, hoppala. Bin die ganze Zeit auf R2. Und brutzel, brutzel. So, den kann ich gar nicht verprügeln, what? Oh Mann, oh Mann. Puh, da muss man erstmal reinkommen, ey. Okay, ich drück mal, nee. Okay, ich kann dich hier zuweisen. Aha. Aha. Tsiom, tsiom. Ah, fast wie ein Jedi. Wohl eher ein Sith, aber naja, auch egal. Okay, gut. Ups. Nein, raus, aus. Okay, das geht klar. To fight again. Nein. Another time, Master. Thank you. Of course. Keep in mind, a well-trained staff can be quite formidable. And as you know, the control over our technomancy is what makes us unique. Okay. Gut, das Training haben wir hinter uns. Und es sieht so aus, wie wenn dir ein bisschen kalt ist, oder? Oder musst du pinkeln? Eins von beiden. Ich bin mir nicht sicher welches. Egal. Okay, dann gehen wir mal, würde ich sagen, auf unsere Mission. Jupp. Trash seems lost, don't it? You forget we don't want your kind around here, Trash. Get your sorry ass out of here before you find yourself bleeding from both ends. I'm sorry. I didn't ask you to speak. Did I? You useless piece of shit. Why would I want to hear what you have to say? Waste of space. Please, I just... Shut your mouth and just fucking die. Your corpse will feed the rats. At least then you'd have a purpose. Such a waste of life. A waste of space, am I right? A rogue is a rogue is a Zack, right? You can dress him up, but... Zachariah, we're leaving. Certain people are graduating to the rank of officer today. It does you well to serve only contempt to one worthy of nothing more. That is good. And with that... We should be off. Okay, jetzt haben wir also mal hier mitgekriegt, wie einfach mal auf offener Straße irgendjemand von den Soldaten zu Tode geprügelt wird. Ist ja wohl eine richtig schöne Welt hier. Wunderbar. Okay, und wo zur Hölle sind wir jetzt? Ja, folgen wir einfach mal Meister Sean, der wird schon wissen, was zu tun ist. What's there for us? According to reports, looters, who in our interest...
terrorist, it would be best to keep out of the dome. Meister, warte auf mich, lauf nicht so schnell. Moment mal, da unten war doch gerade etwas, oder? Hier kann ich doch sicherlich looten. Loot, loot. Metallschutt, schlechtes Leder, Elektroschutz, sehr schön. Ach, schade. Brauche ich dafür Schlösser knacken, könnte möglich sein. Okay, weiter geht's, Meister. Meister. Zachariah, do you remember your first lesson? Nein. Scarcity of life? Indeed, the very one. Kill a fellow unfortunate and, in this hell, only the more alone will they become. Disable the looters, but spare their lives. Okay, die Plünderer von Möbeln aber nicht umbringen. Kann ja nicht so schwierig werden. Oh, da steht ja schon einer. Au, der haut mir voll auf die Fresse. Hui. Ausweichen. Hopp. Au. So, zumindest zwei liegen mal am Boden. Der dritte braucht auch nicht mehr lange. Okay, du hast deine Gegner aus dem Gefecht, er ist nicht tot. Ach, komm schon. Ausbluten für Serum. Okay, jetzt könnte ich die also wirklich töten. Ja, das machen wir auch mal nicht. Aber was wir machen können, wir klauen ihnen mal ein paar Sachen. Das ist doch immer drin. Keine Gegenstände gefunden? Was ist mit dem los? Ein Plünderer, der nichts dabei hat. Ist das unrealistisch? Okay, da sind noch mehr. Stab ausgepackt. Oh, komm schon. Gib ihr einen mit. We encroach our destination. Take note that enemy forces lie in wait. There. The rocky outcrop. Scale it and report back your findings. What? Ich soll auf irgendeinen Felsen hochklettern? Finde den Beobachtungspunkt. Alles mitnehmen hier. Natürlich nehmen wir alles mit. Ich frage mich gerade, habe ich hier eigentlich irgendwie, wo sehe ich denn das? Ups. Ach, ich glaube hier steht es. 39 von 250. Also man hat ein Gewicht, was man tragen kann. Wobei das anscheinend ziemlich großzügig ausfällt und ich gehe mal grob davon aus, dass man das später auch noch irgendwie erweitern kann. Schätze ich jetzt mal, denn jetzt mal um ehrlich zu sein, das ist eine Sache, die geht in jedem Rollenspielen. Oh, wir kommen da angelaufen. Okay, noch jemand? Hm, da hinten steht noch jemand. Können wir ja mal, wenn der da schon so schön steht, gehen wir mal auf den Meuchelmörder-Stil. Vielleicht kann ich mich ja... Ah, gute Frage, ob das echt geht. Von hinten anschleichen. Lalalalala. Ja, geht zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich irgendwas bringt. Hm. Er geht dann wieder auf Stab, der gefällt mir irgendwie mehr. So, down mit dem. Ah, die sind ja momentan, muss man echt sagen, noch wirklich nicht so das Mega-Problem. Beobachten. Was beobachten wir denn? Okay, ich sehe 1, 2, 3, 4. 4 Wachen? Ist das alles? Okay, dann erstatten wir mal den Meisterbericht. Junge, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Heilige Scheiße, wie viele verschiedene Bäume gibt es denn hier? Wächter, Gauner, Kämpfer, Technomancer. Ach, das ist für die einzelnen Kampfstile.
Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal auf den Kämpfer. Flächenschaden bei normalen Angriffen. Klingt doch eigentlich mal nicht schlecht. Das kann man beim Technomancer. Erhöhte Chance, Gegner bewegungsunfähig zu machen. Auch nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal hier. Upgrade von schneller Angriff. Hä? Was kann ich denn hier machen? Keine Ahnung. Puh, ich bin verwirrt. Ja gut, gib her. Ach, und die kann man sogar noch weiter upgraden. Alles klar. Mann, 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 da wird man wohl mal einiges an Punkte verdienen müssen. Bis man hier alles hat. Eieiei. Also vom Umfang her, glaube ich, kann man sich bei dem Spiel mal echt nicht beschweren. So, wo ist unser Meister? Da ist er. Steht schön im Licht, sodass ihn jeder fucking sieht. They're not equipped to be more than a nuisance. Take care nonetheless, Zachariah. That guard there, separated from his group. Sneak on him and the battle will be easily won. Ach, man kann also in na, das hätte ich vorher wissen müssen, dass man auch wirklich schleichen kann. Tarnangriff von hinten. Er geht doch in den Tarnmodus, so. Okay, du siehst mich nicht. Und. Siaup. Okay, die Animation sah jetzt ein bisschen komisch aus, aber na gut. Wie der umgefallen ist. Oh, unser Meister hat wohl ein paar Probleme. Na, dann kloppen wir hier doch einfach mal rein. Au, ich treffe die irgendwie gerade mal überhaupt nicht. So, jetzt aber. Meister, was machst du denn? Nicht tot werden. Oder sterben. Klingt irgendwie besser. Okay. Arbeiterhose nehmen wir natürlich mit. Was hast du Feines für mich? Leichte Arbeiterjacke. Auch mitgenommen. Und von dir bekomme ich ein bisschen Serum. Okay. Dann will ich jetzt aber auch gerne mal. Wo habe ich hier? Leichte Arbeiterjacke. Puh. Widerstand gegen Elektrizität. Eilige Scheiße. Meine Fresse. Hier wird man ja mit Werten zugedonnert. Meine Fräse, ey. Die geben mir ein bisschen mehr Verteidigung. Aber was bedeutet Flüssigkeitenregeneration? Die hat sie nicht. Ach, lassen wir das mal. Schuhe hatten wir doch auch noch. Aber auch keine Flüssigkeitenregeneration. Und ich habe echt keinen Plan, was das bedeuten soll. Flüssigkeitenregeneration. What? Kein Plan. Egal. Wird sich noch irgendwann herausstellen, was zur Hölle das bedeuten soll. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Angezockt-Video, aber irgendwann. Oh, aber hier kann ich was durchsuchen. Metallschutt, danke. So, kann man hier noch irgendwie ein bisschen was mitnehmen? Diese Kiste hier vielleicht looten? Nee, leider nicht. So, da unten steht doch jemand mit dem Rücken zu mir. Oh, da hinten steht auch noch jemand. Einfach mal hier locker flockig um die Ecke schleichen. Hey, jetzt hat er mich gesehen. Au. Holy shit, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Ihr seid mir ein bisschen zu viele. Hier einfach mal mit einem Rundumschlag reingeht, zwiebelt. Ach, die Bitch hier links, die geht mir total am Sack. Geh mal weg. So, dann können wir uns mal um den hier kümmern.
Komm schon, Meister, mach ihn platt. Dafür, dass du der Meister bist, magst du eigentlich mal überhaupt nichts. Außer Moves zu machen, die zwar geil aussehen, aber sich überhaupt nichts bringen. Echt mal, ich muss wieder die ganze Arbeit machen. Mann, Mann, Mann. Oh, wieder Arbeiterjacke, Arbeiterhose. Was heißt hier zerstören und gehen? Okay, ich habe jetzt mal auf Zerstören gedrückt. Habe ich jetzt irgendwie Ressourcen bekommen? Ich schätze mal, dass das bedeutet. Wobei ich nicht gesehen hätte, dass das irgendwo gestanden wäre. Nichts gefunden. Mann, wieder ein armer Schlucker. Bisschen Serum. Oh, da drin sehe ich eine Lootkiste. Lootkiste ist immer gut. Egal welches Spiel es ist. Eine Lootkiste ist einfach immer geil. Ist schlechtes Leder und Metallkomponenten. Kann man natürlich gebrauchen. Hm, könnte ich sogar runtersprengen. Ist das gar nicht mal zu hoch? Ey, wer bist denn du? Schutzbrille. Mitnehmen. Und angucken. Das wird jetzt schätze ich mal was für den Kopf sein, oder? Oh, die sieht aber stylisch aus. Heilige Scheiße. Na, die rüsten wir mal aus. Oh, yeah. So, jetzt mit schöner, schniekiger Brille funktioniert das natürlich alles gleich viel besser. Moment mal, konnte ich hier noch irgendwas... Ach nee, das war nur ausbluten lassen. Wollen wir jetzt aber noch nicht machen, denn unser Meister sagte ja, wir sollen niemanden töten. Und ich vermute mal, wenn ich hier jetzt jemanden töte, dann wird er mir total am Sack gehen. Oh, da stehen schon wieder ein paar. Kann ich mich zufällig an euch ranschleichen? Ihr steht so schön mit dem Rücken zu mir. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das funktionieren wird. Aber ich muss sagen, das finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Ich hätte mir schon irgendwie erwartet, dass so ein Tarnangriff schon One-Hit-Kill ist. Okay, zwei wieder erledigt und Stufe 3 erlangt. Meister, wo läufst du denn hin? Ach, da kommen schon wieder ein paar neue angetanzt. Die einfach mal die Knarre auspackt, das geht ja mal gar nicht klar. Oh, oh, oh. So, erledigt. Meister, jetzt bleib mal stehen kurz. Ich will nur mal schnell wieder ein paar Pünktchen ausgeben. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt halt mal auf Technomancer. Und erhöhen diese passive Fähigkeit. Passiv ist immer gut. Da muss ich nichts selber machen. Kommt immer gut. Konzentrationsinjektion. Na gut, nehmen wir mit. Gesundheitsinjektion kann man auch immer gebrauchen. Der hat nur ein bisschen Serum. Jetzt habe ich irgendjemand gesehen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ach, da. Hui. Au. Wer ballert denn hier so fies? Der Penner da hinten. Alter, jetzt stehe ich hier mittendrin im Pult. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Na komm schon, jetzt fallt doch endlich um. Die eine lebt noch immer. Na jetzt aber nicht mehr, oder? Nee, okay. Huiuiui. Okay, ein bisschen Leichen plündern. Wobei, Leichen sind sie gar nicht. Wir haben sie ja noch nicht getötet. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Wir sind ja hier der Gutmensch der ganzen Galaxis. Kann ich da was looten? Da kann ich was looten. Kein Gegenstand gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Wieso platziert ihr dann irgend so eine scheiß Lootstelle in die Ecke, wenn es dort nichts gibt? So ein Shit, ey.
Okay, wir sind am Höhleneingang. Okay, das sah jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Das ist halt natürlich irgendwie doof, dass das... Ich meine, wird mein Equipment nicht in Zwischensequenzen übernommen. Das sieht halt dann schon ein bisschen bescheuert aus, wenn man wieder aus der Zwischensequenz rausgeht und dann auf einmal wieder andere Klamotten anhat. Das ist halt... Naja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Spiel jetzt über so ist oder ob das nur ein Fehler war. Aber wäre halt nicht so geil, wenn zu wehr. Kein Gegenstand gefunden. Ihr wollt mich! Accessible only to the combined energies of two technomancers. Okay. Na, immerhin haben sie haufenweise Bücher. Diese Plünderer, also ungebildet sind sie zumindest mal nicht. Das ist ja zumindest mal was Gutes. Ah, wo kommen die Mistviecher her? Ja gut, zumindest halten die nur einen Schlag aus. Oh, da hockt aber auch was Größeres. Und alles erledigt. Hier, komm her. Put. So, gehe ich hier überhaupt richtig? Laut Karte muss mir angezeigt, dass ich hier schon im richtigen Gebäude bin, aber ich muss irgendwie noch ein bisschen weiter nach oben. What? Weibal. Ah, hier. So, Leerräumen. Was bedeutet denn das wieder? Schlechtes Leder. Oh. Das hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen, dass ich diese Gegner natürlich auch plündern kann. Okay. Na dann los. Subject 12. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great. So alive. My heart's racing and I feel like I can take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of him and other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers. Speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? A divine power? I don't, but we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point.
What you have seen unifies us, unifies the Technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now. More so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged. We will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so... Well, they must have breached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. Okay. In the base of the dome, you will find the entry point. You have swarmed here. Finde heraus, was hinter der Invasion der Sandhüpfer steckt. Und, oh, neue Stufe. Ups, falsche Taste. Oh nein, was tue ich denn? So, hier, genau, hier bin ich richtig. So, wenn ich jetzt hier gehe, kann ich mir dann eigentlich hier... Ah, okay, jetzt kann ich mir hier auch ein Upgrade nehmen. Will ich aber eigentlich gar nicht, ich will hier mal gucken. Unterbrechungsangriff. Umzuwerfen, aha. Wenn der Angriff pariert, wird er nicht unterbrochen. Ja, ich nehme mal hier den Kick. Kicken wir mal die Leute ein bisschen, kann doch auch nicht schaden. So, und ich habe auch hier noch ein neues Attribut. Ah, jetzt kann ich hier noch reinstecken. Hierfür habe ich aber nichts, oder? Nee, für die Talente? Hm. Ah, da oben steht es ja. Nächster Punkt bei Stufe 5 erst. Also in der nächsten Stufe würde ich auch einen Punkt bekommen. Aber jetzt haben wir ja immerhin hier was reinzustecken. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder Stärke. So, und ich würde auch sagen, warum die Sandhüpfer hier überhaupt in dem Dom sind. Das müsst ihr, wenn schon denn schon, selbst herausfinden, wenn ihr vorhabt, euch der Technomancer zu holen. Und ja, das Spiel hat, es hat seine Macken, das lässt sich nicht abstreiten. Schon allein von den Animationen, von den Gesichtszügen in den Cutscenes und es sieht halt alles nicht so mega geil aus, muss man echt mal sagen. Ist bestimmt ein nettes Rollenspiel, das will ich gar nicht abstreiten, aber... Ist halt aber auch nicht optimal. Und eigentlich hat da die GameStar hat dann einen schönen Vergleich gezogen. Jetzt werde ich angegriffen. Wo werde ich angegriffen? Eigentlich wollte ich gerade zum Schlussfazit kommen und ihr greift mich einfach an. Was soll denn das? Moment mal, das eine Vieh haben wir noch weg. Und dann komme ich zum Fazit. So, weg mit dir. Okay. Noch schnell leer räumen. So, was ich sagen wollte. Die GameStar hat dann einen ziemlich schicken Vergleich gemacht, nämlich das Spiel ist wie eine Tiefkühlpizza. Jetzt im Prinzip nicht schlecht, aber jetzt halt verglichen mit einer Pizza aus einem Restaurant und besonders wenn die Pizza vielleicht Mass Effect oder Fallout heißt, da kann es halt nicht mithalten, aber dafür ist es auch billiger. Also... So kann man das eigentlich sehen und ja, ist sicherlich ganz nett, bietet auch sicherlich einige Stunden Spaß. Man sollte aber halt auch wirklich nicht zu viel davon erwarten. Aber naja, ups, eigentlich wollte ich die Kiste aufmachen. So, Nietenkeule, na das nehmen wir natürlich noch alles mit. So, und ich würde sagen, nachdem wir jetzt auch diese Kiste ausgeräumt haben, reicht das mal für einen guten ersten Eindruck von der Technomancer. Und ja, ich sage danke an alle euch da draußen, die zugesehen haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.